Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Sacred Gold, der Nassau Challenge. Und wir haben uns hier in der letzten Folge mit mehr oder weniger Glück zu den Alpha-Ruinen begeben und wollen uns hier ein neues Pokémon fangen. In der letzten Folge war ich hier stehen geblieben, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Jetzt gucken wir natürlich mal, was uns begegnet. Ich habe den Max Repel abgelaufen, den Max Schutz. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns denn hier so begegnen wird. Und es ist tatsächlich ein Natu. Und das finde ich mal gerade extrem korrekt. Muss jetzt natürlich gucken, wie ich das Teil auch nicht schwäche. Aber ich denke mal, Wingull sollte da schon... Confuse Ray, okay. Die richtige Wahl sein. Natu ist natürlich geil. Natu ist natürlich ein echt geiles Psycho-Pokémon. Genau das, was ich haben wollte. Und wir werden auch gleich nochmal nachgucken, was es hier noch so gab. Komm schon, Wingull. Gutes Damage, Miracle Eye. Egal, Wing Attack. Komm schon, Wingull. Jawohl. So, jetzt sollten wir es genug geschwächt haben. Kein Critical Hit, das ist schon mal gut. Und jetzt werfen wir... Ja, was werfen wir denn mal? Ich glaube, Great Ball sollte eigentlich reichen. Natu ist jetzt nicht so der Ausbrecherkönig. Jawohl, und damit haben wir ein Natu im Team. Das ist doch ein perfekter Beginn für die neue Folge. Psychic flying because its wings aren't yet fully grown, it has to hop and to get around. It's always stared at something. Flugpsycho, ein sehr nices Pokémon. Und jetzt gucken wir natürlich nochmal ganz kurz, bevor wir hier wegfliegen, was es noch so gab. Würde mich natürlich sehr interessieren. Girafarig, wäre auch ein Psycho-Pokémon gewesen. Aber hätte halt nicht fliegen können. Drei Kämpfe gucken wir uns noch an. Und Fabel gab es hier, meine ich auch, oder? Natu nochmal. Ja, Xatu werde ich wahrscheinlich sogar ins Team nehmen. Ist kein schlechtes Pokémon, definitiv. Und dann haben wir endlich ein Flug-Pokémon. So. Strudelinseln wollen wir natürlich heute auch noch besuchen. Ja, Fabagel, ich wusste es, Smurgle. Und Einkampf gucken wir noch, was es noch so gab. Aber ich glaube, es gibt nur diese drei Pokémon hier. An diesem sehr geheimen Platz in den Ruins of Alf. Wir könnten jetzt übrigens noch das Rätsel da oben lösen, aber wir können uns ja eh kein Inkognito mehr fangen, weil wir jetzt hier Natu gefangen haben. Ja, und da sehen wir es. Also anscheinend hatten wir auch nicht so Glück. Das gibt es hier relativ oft, wie es aussieht. Und jetzt würde ich mal sagen, nein, nicht back. Wir fliegen mit Wingull, das gute Dienste geleistet hat, nach Cyanwood City, nach Anemonia City. Denn heute wollen wir auch noch den Strudelinseln einen Besuch abstatten. Und wir gucken uns aber natürlich zunächst mal... unser Natu an, ob es denn auch das richtige Format hat, das wir brauchen für unser Team. Deposit Pokémon, das ist Wingull, zack, wieder in Box 2. Und dann gucken wir uns natürlich mal, da haben wir es. Natu an auf Level 27, Rash Early Bird Ability. Weiß ich gerade alles noch nicht so, was das heißt, aber wir gucken uns das einfach mal an. So, Natu Summary. Da haben wir Somewhat of a Clown, Mad at Level 27. Plus Special Attack, minus Special Defense. Das ist eigentlich ein nices Wesen. The Pokémon awakes quickly from sleep. Boah, ist jetzt nicht so die beste Fähigkeit, aber die. Das Wesen ist echt gut. Plus Special Attack. Daran könnten wir noch viel Freude haben. Jetzt wird aber erstmal aufgeheilt. Und jetzt werden wir noch, wie ich es angekündigt hatte in der letzten Folge, was ich nicht ganz geschafft hatte. Eigentlich wollte ich jetzt schon auf dem Weg nach Ebenholz City sein, aber egal. Werden wir jetzt auf jeden Fall hier an den Strudelinseln oder bei den Strudelinseln noch ein Pokémon fangen. Muss ich nochmal gucken, wie man da überhaupt hinkommt. Da bin ich mir nie so wirklich sicher. So, back. Wo haben wir es denn? Ne, ich glaube, ich war schon richtig. Ja, Max Repel 10 haben wir noch. Haben uns ja mit eingedeckt in der letzten Folge und jetzt... ja, würde ich mal sagen, let's go on the Whirlpool. Would you like to use Whirlpool? Ich glaube, das ist noch nicht der richtige Strudel, aber ich versuche es einfach mal. Und rein in die gute Stube. Wobei, das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Und es sind tatsächlich Strudelinseln. Mit der Typin da unten haben wir schon gekämpft. Ich gucke nochmal hier, ob wir da noch irgendwas haben. Ich glaube, da ist aber nur ein anderer Strudel am anderen Ende. Und die werden wir jetzt natürlich noch erforschen in dieser Folge. Ne, da ist nichts mehr. Haben wir direkt die Strudelinseln gefunden. World Islands, sehr nice. Oh, und hier braucht man Blitz.
Jetzt hoffe ich natürlich, dass sonst müsste ich gleich wieder zurück. Welches Pokémon hat denn nochmal Blitz bei uns? Blitz haben wir auch gar nicht mehr, oder? Nee. Doch, Flash. Da haben wir es doch. So, Flash. Kann das bitte... Natu kann das lernen. Ja, ich klatsche erstmal auf Natu drauf. Das können wir später vergessen machen. Das geht alles. Me first. The user tries to cut the head of the phone. Steals. Miracle Eye. Nö, Miracle Eye brauchen wir nicht. Das war, dann kann der Gegner keine Unlicht-Moves einsetzen, aber das brauchen wir nicht. Erstmal zumindest. Und deswegen habe ich jetzt Natu einfach Flash beigebracht. Erstmal kommt das natürlich ins Team, aber ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, wie wir weiter mit fortfahren werden. So. Und jetzt wollen wir natürlich erstmal hier gucken. Ich glaube, ich werde auch so weit wie möglich vorgehen hier in den Strudelinseln, um dann wirklich zu garantieren, dass wir das stärkste Pokémon finden oder die stärksten Pokémon. Und ich kenne mich hier natürlich auch nicht wirklich aus. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wir checken das hier erstmal ganz entspannt. Hätte ich nicht mehr in der letzten Folge geschafft. Also wir gucken uns hier ganz relaxed um. Sagen wir mal so. So, Calcium. War vielleicht ein bisschen dumm, dass ich das auf Natu geklatscht habe, aber gerade konnte es nur sonst Luxray lernen und auf Luxray wollte ich jetzt nicht so einen blöden Move klatschen. So, wo geht's denn hier lang? Hier geht's wieder raus. Okay, that's another entrance. Ein weiterer Eingang. In die Whirl Islands. Na, und jetzt müssen wir Schutz auch wieder neu aktivieren und den ganzen Rotz. Erstmal aktiviere Schutz nochmal. So, Natu, würdest du bitte nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Nice, danke. So, mehr haben wir hier auch nicht. Und damit können wir wieder ganz entspannt zurückmarschieren. Boah, bin ich gespannt, was es gibt. Also wahrscheinlich so Europe würde ich schätzen. Was könnte es hier noch geben? Ja, vielleicht Georock oder sowas. Sowas würde ich jetzt erwarten. Aber sicher sein kann man sich da natürlich nicht. Hier benutzen wir nochmal Stärke. Und holen uns dieses Item. Escape Rope. Boah, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir dann am Ende ganz tief in der Höhle angelangt sind. Ich habe natürlich immer leider sowas bei Pokémon nicht wirklich die Ahnung, wo was ist. Ach, das ist der andere Eingang. Okay. Also, hier müssen wir dann nicht nochmal hin. Das ist einfach nur der andere Eingang, die andere Leiter, die wir hätten nehmen können. Aber hier oben geht es natürlich noch weiter, oder nicht? What? Wie kommen wir denn da hin? Und da verbauen wir uns nur den Weg, sehe ich gerade. Da verbauen wir uns nur den Weg. Da oben kommen wir echt nicht lang, ne? Nee. Ja, dann gucken wir doch einfach mal, was jetzt hier für ein Pokémon kommt, würde ich sagen. Bin ich doch mal gespannt. Mushas auf 36, auch nicht so schlecht. Ja, wie kill ich Mushas nicht? Mushas ist doch eigentlich eine ziemliche Wall, aber auf 36. Ich denke mal, U-Turn wird jetzt nicht den Schaden raushauen. Oder? Nein, U-Turn wird nicht den Schaden raushauen. Cherox! Boah, Cherox! Das war gut. Okay. Ich schick mal Luxray rein. Machen wir noch einen Bedroher, damit wir wirklich das Risiko voll minimieren. Und dann, ja, Leerblick. Silberblick, komm. Defense-Job wird durch den Dingsens egalisiert. Und bei Mushas bin ich sogar bereit, einen Ultra-Ball einzusetzen. Ist das nicht spendabel? Ja, ist es. So, Shellder, ein Mushas haben wir gefangen. Ja, geht so, ne? Geht wirklich so. Give a nickname to Shellder. No. Brauchen wir nicht. Aber der U-Turn war wirklich knapp, Leute. Boah. So, und wie kommen wir da oben hin? Ich werde jetzt nochmal ein, zwei Kämpfe abwarten hier. Aber wie kommen wir denn da oben hin? Ich verstehe es gerade nicht. Ja, sage ich doch, dass es Europ hier gibt. Das war irgendwie klar. Aber irgendwie komme ich hier gar nicht weiter. Ich gucke mich nochmal ein bisschen um. Aber natürlich, wir müssen da erstmal weg.
Hier müssen wir erstmal rein und... Alter. Hä? Ich hatte die Leiter doch schon zweimal. Verarsch mich doch nicht, hier Spiel. So, das war der andere Ausgang einfach nur, ne? Ja. Hier sind wir gekommen. Dann würde ich mal sagen, müssen wir noch einen anderen Ausgang, Eingang finden. Würde ich jetzt einfach mal so prognostizieren. Es gibt doch mehrere Eingänge. Den anderen hatten wir ja schon, aber ich gucke jetzt nochmal, ob wir da oben noch irgendwo einen finden. So, erstmal wieder auf die Bag. Erstmal noch einen Max Repel sprühen. Das ist ja alles hier, alles super entspannt, ne? Ja, komm. Das mit dem Whirlpool dauert mir irgendwie immer zu lange. Einmal durch die Suppe da. Ja, genau. Schön. Auf jeden Fall haben wir zwei neue Pokémon und ein Teammitglied. Das ist wirklich vielversprechend, dass Natu vor allen Dingen halt meiner Meinung nach wegen Fliegen. So, das war der andere Eingang, ne? Ja, das ist der andere Eingang. Aber es gibt doch oben auch noch zwei. War ich doch der Überzeugung. Ja, genau. Also, die Strudelinseln arbeiten wir hier definitiv nochmal ab. Es tut mir übrigens immer leid, wenn einige das stört, dass es immer länger als 15 Minuten sind. Ich versuche die Folgen eigentlich immer auf 15 Minuten zu halten, aber ich will auch nicht so, ja, inhaltliche Cuts hier zu hart machen. Also wirklich inhaltlich sozusagen, jetzt hier schneide ich und natürlich so Cliffhanger oder sowas mache ich gerne, aber ich will jetzt nicht so sagen, mitten im Kampf, oh, 15 Minuten sind rum im Kampf gegen Giovanni, ja, dann, ja, schneiden wir hier. Wisst ihr, das ist dann irgendwie ein bisschen dumm. So, nächster Eingang in die World Islands. Natu kann uns hier nochmal ein bisschen den Weg erhellen. Ist natürlich ein bisschen scheiße, dass es ein Minus-Defense-Wesen hat. Hätte man Minus-Attack haben können, aber das Wesen sonst ist eigentlich schon echt perfekt. So, ich gehe mal hier lang. Jawohl, und es war... Na, es wäre nicht der falsche Weg, aber... Oh, den Ultraball von Mushas haben wir wieder drin. Nice. Es war schon kein schlechter Weg. So. Jetzt sind wir hier. Super Repel, ja. Das war irgendwie klar. Ja, dann können wir den auch gleich mal sprühen, den einen Super Repel. Aber ich glaube, da kommen wir auch gar nicht rüber. Okay. Dann heißt es jetzt... Ach, hier kommen wir aber auch nicht mehr rüber, ne? Scheiße, wir müssen hier lang. Ich hätte natürlich über die andere wenigstens springen müssen. Dann müssen wir hier jetzt rüber. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo sind wir hier denn überhaupt? Ein Nugget. Auch schön. Okay, hier sind wir jetzt wieder hier. Ja, das ist nicht ganz so leicht zu durchblicken. Ich habe das nicht so im Kopf. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der genau weiß, wo was ist bei Pokémon. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall wieder, wo wir hier sind. Denn hier müssen wir jetzt wieder zum anderen Eingang rüber. Das ist ein bisschen nervig. Gebe ich gern zu. Ach ja. Ist es halt wirklich... Psyduck gab es hier auch. Gut, Mushas Austausch ist zwar vielleicht eine Wall, ist vielleicht zwar eine Option, aber erstmal will ich nicht daran denken, dass noch irgendwas nach unserem Quapokon konnte, kommen könnte, nach dem Wasser-Pokémon, weil das schlägt sich so phänomenal. In den wichtigen Kämpfen ist es immer zur Stelle, da möchte ich das gerne noch ein bisschen behalten. Und Natu werde ich natürlich auch, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, werde ich aber am Ende der Folge nochmal ankündigen, natürlich zur nächsten Folge auch noch trainieren, weil wir müssen ja noch auf die Route über... Na, sag schon. Über... Ach, die Musik ist so geil. Über Dukatia. Ach, über Dukatia. Was rede ich denn hier? Neben Argonia, wisst schon, die immer blockiert war vorher. Auf die Route müssen wir definitiv noch. Denn da geht es ja in Richtung Eisfahrt und damit auch Ebenholz City zum letzten Orden von... Johto. Und den wollen wir natürlich erringen. Ist doch gar keine Frage. So. Jetzt sind wir wieder an dem Eingang. Jetzt nehmen wir aber das obere Ding. Und ja, die Strudelinseln sind nicht so schnell abgearbeitet. Also ich dachte eigentlich so, Ruins of Alf und so könnte ich ganz schnell in einem durchmachen. Aber ich brauche doch zwei Folgen dafür. Und kannst du nicht einfach Dauerblitzen, Natu? Es wäre doch wirklich schön. Dum dum. Da haben wir auch eigentlich direkt... Xatu, das entwickelt sich ja, was weiß ich, 28. Sowas rum. Und so sind wir am ganz oberen Ende der Strudelinsel und können jetzt ganz einmal rüberlaufen über die ganze Scheiße. Da will ich natürlich nicht runter, da gehe ich lieber in diesen
Eingang hier und bin jetzt mal gespannt, was sich hier noch befindet. Ein Max Revive, ja, den können wir verkaufen. Nuzlocke Challenge ist es mit den Revives nicht so gut. So, und da haben wir jetzt noch einen Trainer, oder was? Lugia, the Pokémon of the island, hide itself deep in the end of the waterfall basin. No one has been seen since. If anyone who could restore deep trust between people and Pokémon were to come, people and Pokémon were to come here with something linked to Lugia, it may show itself for such. Ja, Silberflügel brauchen wir, oder wie die Scheiße heißt. Und da sind noch zwei Items. Da kommen wir nicht vorbei, ne? Nee, okay. Aber gut zu wissen. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder raus. Ihr habt es wahrscheinlich schon erahnt. Aber dann sind wir hier auch gleich durch. Einen Versuch möchte ich jetzt noch machen. Und dann geht das auch. Wobei ich glaube, da oben war nichts mehr, oder? Ich würde gerne wissen, wie wir an die zwei Items rankommen. Ich versuche es noch einmal. Wird nur leichte Überlänge-Folge. Alter. Diese Folge wird nur leichte Überlänge haben und in der nächsten wird es dann ganz regulär mit der Story weitergehen. Aber die kleinen Zwischensachen, wenn man Surfer und Whirlpool bekommen hat, gehören natürlich auch dazu. Und vor allen Dingen in der Nuzlocke-Challenge muss man sich halt mit neuen Pokémon oder sollte man sich immer wieder mit neuen Pokémon versorgen. Weil es auch mal sein kann, dass das ganze Team wegstirbt. Wir hatten jetzt bis jetzt immer nur einen Verlust und der Rest hat es dann wieder gerade gebogen. Aber gerade wenn man einen bestimmten Typen verliert, hat man natürlich nichts mehr, wenn der andere Trainer noch mehr von den Typen hat, den man da gebraucht hätte. Und das ist immer so ein bisschen kritisch. So, hier haben wir jetzt natürlich auch noch einen Eingang. Den müssen wir natürlich auch noch nehmen. Denn ich meine, damit würde man zu den zwei Items da hinten kommen. Kann jetzt aber natürlich auch nicht ganz sicher sein. Das ist der vierte Eingang zu den World Islands. Die Strudelinseln. Lugia werden wir hier natürlich nicht fangen, denn wir haben hier schon einen Mushas gefangen. Außerdem legendäre Pokémon sind eh schwer zu fangen und können bei der Nuzlocke Challenge. Achso, Max Repel wirkt noch. Wollte ich auch eigentlich gar nicht. Ich wollte Natu mal wieder etwas Licht ins Dunkel bringen lassen. Blitz werde ich dann vielleicht auch sogar offscreen verlieren beim Training. Mal sehen, was der noch so lernt. Natu hat jetzt Extra Sensory schon drauf. Das ist eigentlich ein echt starker Move, muss man sagen. So, hier haben wir natürlich noch ein Item. Carbos. Gut, dass wir nochmal hingegangen sind. Ja, wir räubern hier einfach die gesamten Strudelinseln leer. Und das müsste jetzt eigentlich das Ding sein, was uns zu den beiden Items bringt. Die wir da eben neben dem alten Mann gesehen haben. Ja, sag ich doch. Da unten geht es dann zu Lugia. Da wird sie warten. Aber dafür brauchen wir erstmal dieses Ding für Lugia. Full Restore. Nice. Dieses Buntschwinge heißt das? Ne, das war von Ho-Oh, oder? Silberflügel heißt das vielleicht. Also das Teil, das eben mit Lugia verbunden ist, das haben wir schon für Ho-Oh bei dem Typen bekommen. Vom Radiodirektor in der letzten Folge, wer sich erinnert. So, noch einen letzten Schutz können wir mal sprühen. Dann haben wir auch nur noch vier, dann haben wir ordentlich welche verbraten. So, jetzt ganz genau hier, nicht rüberspringen. Full Restore, noch ein. That's pretty nice. So. Ach, und jetzt sind wir wieder hier, oder was? Aha. Dann gucke ich nochmal ganz kurz da oben und dann fliegen wir dahin, wo wir hinwollen natürlich. Endlich, zwei Folgen hat es jetzt sozusagen keine Story mehr gegeben, im strengeren Sinne, sondern einfach, ein bisschen Exkursion. Ist ja auch mal ganz nett, denke ich mal. Und jetzt haben wir kein Pokémon mehr, was fliegen kann, weil ich Wingull aufs Team gehauen habe. Aber wir können es ja, kann Natu das schon lernen? Ich bin mir sicher, dass Xatu das lernen kann. Wenn nicht, dann wäre es natürlich scheiße. Aber ich will mal gucken, ob Natu schon lernen kann. Aber es hat ja noch gar keine richtigen Flügel, ne? Ne, unable. Hier seht ihr es, ja. Dann dauert das hier doch noch ein bisschen länger. Das ist natürlich jetzt, das ist ein bisschen dumm. Muss ich auch persönlich zugeben, das ist ein bisschen dumm gewesen von mir. Dass ich Wingull aus dem Team gekickt habe. Aber Xatu kann doch wohl fliegen, oder? Xatu kann noch. Also wenn nicht, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass der Hacksteller es hier in Sacred Gold umgeändert hat. Übrigens in Soul Silver wäre Lugia übrigens da auf dem Turm in Teak City. Und Ho-Oh hier in der Whirlpool-Insel. Aber da ich ein eher Gold-Fan bin als Silber, auch von der Währung her. Währung sei schon vom Metall her. Nee, aber ich habe auch immer Pokémon Gold, nicht Pokémon Silber gespielt. Deswegen mag ich Gold mehr und deswegen spiele ich auch Sacred Gold, den Hackney Storm Silver. So, jetzt aber. Oh, Schutz verlässt uns, aber da sind wir auch schon zurück in Anemonia City.
Und jetzt holen wir uns noch ein flugfähiges Pokémon ins Team. Boah, das dauert immer so lange, ne? Shellos, du kannst jetzt mal weichen. Surfer brauchen wir nämlich erstmal nicht mehr. Und wir holen uns ja auch gleich wieder Quappo ins Team. So, Wingull kommt mit. Und dann sind wir auch schon durch. Waren jetzt zwei Folgen, in denen storymäßig wenig passiert ist. Vor allem in dieser hier. Aber das gehört halt auch dazu. Und ich wollte es halt nicht offscreen erledigen, weil ihr doch auch immer so gerne alle seht. Und hier gibt es auch keinen Marken. Ne? Sonst hätte ich nochmal das Nugget und den Max Revive und sowas verkauft. Aber das machen wir dann irgendwann anders. So, jetzt müssen wir aber an den Typen da vorbeikommen, oder? Bevor wir, das will ich jetzt erstmal nochmal testen. Ja, nice. Okay. Gut. Dann werden wir jetzt natürlich noch ein paar Pokémon-Angelegenheiten regeln. Das heißt, Wingull, auf die Box mit dir. Und wir nehmen Quappo wieder ins Team. Zack, da haben wir es. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal für diese Folge. Leider wieder über 20 Minuten. Was heißt leider? Überlänge gefällt euch, die meisten von euch ja eh. Wie gesagt, ich würde immer bei 15 Minuten gerne weitermachen, aber so ist das halt. What? Rage Candy Bar? You want to buy another? I think one is enough for you. Ja, jetzt lässt er uns plötzlich durch. Ist anscheinend ein Verbündeter von Team Rocket, wenn er weiß, was wir sie besiegt haben. Aber in der nächsten Folge geht es dann hier auf Route 44 weiter. Und ja, ich packe nochmal kurz Natu nach vorne, damit ihr nochmal Natu in seiner letzten Entwicklungsform seht. Ich werde es dann auch kurz vor 46, 47 trainieren. Und dann die Entwicklung mit euch machen. Denke ich mal, so machen wir es genau. Ey, man sieht dich ja gar nicht, Natu. Komm mal hier in den Vordergrund. So. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao. Nächstes Mal geht's dann Richtung Ebenholz City.